Okay. Okay. Die Welt ist nicht untergegangen. Artikel 13 wurde abgeblockt. Upload-Filter gibt's nicht. Und ich weiß, wie ich meinen PC retten kann, sollte der Kram jetzt, der uns eben passiert ist, nochmal widerfahren. Das ist echt, das hat mir Auron nämlich letztens erst erzählt, als ich das bei Stardew Valley hatte. Da war er zufällig gerade in der Konfi und da meinte er zu mir, versuch mal, sollte das nochmal passieren. Lo and behold, es ist ja tatsächlich nochmal passiert. Versuch dann mal über Task Manager, weil den konnte ich ja zum Glück noch öffnen, einfach mal den Explorer zu schließen. Die Musik ist laut, findest du? Man kann sie ein bisschen leiser drehen. Warte mal. Habe ich bislang jetzt keine Beschwerden drüber gehört. So besser? Jetzt besser? Was blinkt, hä? Jetzt besser? Oh Gott, mein Dings sinkt ja hier fast schon die ganze Zeit. Es hat sich bislang nur keiner drüber beschwert, deswegen habe ich gedacht, die Musik ist so okay. Musik ist immer noch zu laut. Und okay. Okay. Now I. Ne? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Kipp weg. Einmal schlürfen. Und zack. Backkartoffel. Das können wir mal hier hinpacken. Den Fisch packen wir mal. Oh, der ist ja süß. Jetzt wird er gegrillt. Und swoop. Ja, aber ich habe schon gesehen, so dass die Musik ein bisschen ausgeschlagen ist, zwar im Sound, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so krass lauter ist. Deswegen habe ich gedacht, das ist okay. Aber offenbar war es nee. Aber ja, mal schauen. Vielleicht bin ich so gnädig und sage, ach, dieser eine Subpoint. Mein Gott. Was sind schon Subpunkte? Ich gebe euch das, die Folter von Overwatch Solo Queue morgen so. Weil ich euch so gern hab. Meme-Channel geschmissen. Praise the Auron und so. Ohne Scheiß. Auron ist so unser, also Auron aus unserer Konfi, er ist unser Tech-Support. Also eigentlich, wenn irgendwas bei dir kaputt ist, technischweise, und er es nicht fixen kann, dann ist es wirklich kaputt. Ne, also wenn es bei ihm, wenn er sagt so, nope, da habe ich keine Ahnung von, dann ist es wirklich im Arsch. So. Fein. So, nochmal gucken hier. Was können wir denn noch alles? Erstmal zusehen, dass wir satt sind. Kartoffeln essen, die aussehen wie Brötchen. So. Ach nee, warte mal. Das wollte ich ja gar nicht. Was haben wir denn hier noch so? Ja, Metall habe ich nicht. Erhöhte Holzboden. Holzboden braucht nur Platten. Dächer. So ein fahrendes Haus. Why not? Seilzaun. Plankenzaun. Stairs. Leiter. So eine Leiter. Eine halbe Treppe. So ein halbes Hähnchen. Wow. So eine große Treppe hier. Wenn ich die hier so hinmachen würde, ich glaube, das wird cool aussehen. Na, dafür bauen wir erstmal noch einiges an Schrott und Zeug. Schrott für Nägeln. Boah, und der Seegang ist wieder richtig nice und es ist immer noch neblig. Aber erst muss es nicht mehr sein. Bootreihenfolge?
Eine Bootreihenfolge? Was für eine Bootreihenfolge? Ich bin jetzt... Jetzt bin ich gerade doof. Ah, Schlöfi. So. Soweit, so gut. Oder können wir gerade noch Nägel herstellen? Nö. Uns fehlt Schrott. Hat das Floß eine Maximalgröße? Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht warum. Du schon wieder! Natürlich, beiß genau ein Stück raus, weißt du? Beiß genau ein Stück raus, why don't you? Arschloch. Ich meine, es darf jetzt auch gern mal wieder aufhören, neblig und regnerisch und kalt zu sein. Bootreihenfolge in Windows. BIOS. Ich kann mich jetzt nicht remembern. Sorry. Ich bin gerade doof. Wisst ihr was, wir angeln jetzt erstmal ein bisschen. Oh Gott, es hat aufgehört zu nebeln. Meine Nebeln. So, ich glaube, dann ist die auch gleich kaputt und dann machen wir uns beim nächsten Mal eine neue. Also machen wir, was heißt die beim nächsten Mal, machen wir uns, ne? Aber das Gute ist, das mit dem BIOS, das ist jetzt... Habe ich mir einen Wal ge... Wow! Yo! Der passt nicht hin! Ich brauche einen größeren Grill! Ist das dein Ernst? Ich brauche einen größeren Grill, weil ich den... Ich habe mir zu großen Fisch geangelt. Scheiße, ich habe rohen Fisch gegessen. Fuck. Scheiße, ich wollte ihn doch grillen. Gott, bin ich ein Held. Das ist Carpador, aber so... Ein roher Wels. Ich packe mir mal bei... Du siehst aus wie ein Wal. Alter, das Ding ist so groß wie ein Wal. Ja, wir könnten schlafen, aber wir könnten auch tatsächlich heute Nacht produktiv sein. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob unsere Energie irgendwie runtergeht, wenn wir nicht schlafen. Und dann die Bootreihenfolge gerne, damit der PC Windows von einer CD bootet. Was du mir das erzählt hast, was du gemacht hast, habe ich dir direkt erklärt, was du gemacht hast. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt wieder, aber... Ich glaube, ich habe schon wieder vergessen. What the fuck? Ja, wir müssen unsere Pflänzchen auch mal. Damit die Möwen auch wieder kommen. Blöden Mistviecher. Mittlere Ablagefläche. Lager. Ah, hier ist jede Menge Zeug. Ein Teppich. Für alles braucht man Schrott. Kalender, ja geil. Stein. Ich brauche Schrott. Definitiv brauche ich Schrott. Aber Schrott ist selten. Darox, vielen Dank fürs Follow. Und Sklonk. Swonk. Slonk. Achso, kipp weg, ich brauche vernünftiges Wasser. Pff. Ich finde es auch mal geil, er schmeißt das Wasser da einfach nur so drauf. Sag ich mal, ja, wird schon passen. Das ist ein echt schöner Mond. Muss man dem Spiel ja mal echt lassen, ne? Muss man dem Spiel echt lassen, muss man das. Sekunde mal, bin ich jetzt wieder neu online gegangen? Achso, nee, da hatten wir das wahrscheinlich, Le Meme. I like the meme. Memes is good. Is a good meme. Is a big meme.
Ei. Eine Sportpause und geh nach Deponia. Ja, das ist ein Andermar, Minion. Der ist ein Andermar. Tatsache, man schmeißt weiter, wenn man den Winkel erhöht. Das ist irgendwie echt lächerlich. Ach, wisst ihr was? Wir lassen einfach mal das mit den Netzen jetzt so weit, wie es ist. Ich hab dir von Anfang an gesagt, das wagst du nicht. Mit seinem Stream neu starten musst du wegen technischen Difficulties. Heute haben wir es aber auch alle, ne? Die kaputt machen will. Weißt du, jetzt? Scheiße. Ich glaube, Hybert wird... Er denkt mit. Er lernt. Er hat sich jetzt gedacht, so, Alter, da kriegt er sein ganzes Zeug her. Wenn ich das also sabotiere... Und dann denkt er sich immer so, oh Scheiße, aber der hat ja immer noch einen Speer. Schrott! Dieser Hai fängt an mitzudenken. Ich will eine Laterne. So, dass es hier im Dunkeln mal, ne, es ein bisschen schöner aussieht. Ich meine, klar, dass man Schrott nur in Kisten findet, ist eigentlich so, ne. Dass der Hai immer noch lebt bei den ganzen Stichwunden. Ich meine, ich habe einen schon gekillt, ne, also... Das war Hai Uwe. Und Hybert ist jetzt hier, ne? Ich merke, ich bin schon wieder halb am krepieren. Ich sollte mal... Slonk. Ich brauche echt einen großen Grill. Was brauche ich denn dafür? Was brauche ich denn für einen großen Grill? Eine Axt. Brauche ich Bolzen. So was wie eine dicke Schraube. Kann ich die auch irgendwie herstellen? Ist das, kommt das irgendwie von daher? Ein Anker. Fernglas. Ach, hier, guck mal. Da brauchen wir Metallbahn. Ist immer wieder ganz toll. Soll ich eine Metallbahn herkriegen? Sieht aus, als wäre es Minecraft hier. Eine Uhr. Ich weiß, dass es spät ist. Ein Lager. Schrotthaken. Bolzen sind wichtig und dafür brauchen wir offenbar Metall. Wo kriegen wir Metallbahn her? Dafür brauchen wir Trockenziegel. Kann ich irgendwie Feuchtziegel herstellen? War da nicht irgendwie was? Nasser Ziegel. Sand und Lehm. Hab ich nicht. Hybert denkt gar nicht erst dran. Ich sag's dir. Stech dich ab, genau wie dein Bruder. Ich meine, das Kunststoff kommt mir nahezu aus dem Arsch. Also so ist es ja nun nicht. Wir haben immer noch diesen dicken Wels hier. Wobei eine Laterne ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Beste, was wir machen können. Ich brauche diese Bolzen, das ist wichtig. Und dafür brauchen wir Metall. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir Metall nur auf einer Insel finden werden? Man muss überleben. Tonne in Sicht. Aber die kommt sowieso direkt auf uns zu, also von daher. Komm, Tonne. Yes. Seil. Nicht mal Schrott. Können wir nicht mal irgendwie eine Insel crashen oder so? Also, literally crashen? Ei,
Ey, caramba. Achso, ich dachte, die sind fertig. Jetzt sind sie's. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Oh, das funktioniert. Tonne. Steine. Geile Tonne. Ich meine, wenn ich irgendwie demnächst eine Insel finde, was offenbar nicht sehr bald passieren wird, kann ich nicht einfach einen Anker schmeißen? Ich meine, ich habe doch, kann doch irgendwie einen Anker bauen, oder? Ich meine, ich habe irgendwie einen Anker gesehen. Ein Haiköder. Um Haibär zu zeigen, wer hier der Boss ist. So. Hier, Wurfanker. Das kann einmal verwendet werden. Das nennt man Fass. Ach was? Wirklich? Ich dachte, das wäre ein Holzbehälter, der Holz beinhaltet. Oh shit, Jackpot. Ja, aber Angel meinte, wenn ich ein Segel nehme, dann komme ich von meiner Handelsroute ab. Und wenn ich von meiner Handelsroute hier abkomme, I will die. Na gut, wir machen jetzt erstmal... Shit, dafür wollte ich das eigentlich mal benutzen. Ich Vollidiot. Na gut, dann können wir das jetzt auch hier fertig machen. Dann können wir doch das mal soweit... Zeig ich mit dem Finger drauf, mach einen auf Phoenix Wright und halte dich für cool. So, gut. Keine Insel in Sicht. Wenn du eine Insel erkunden willst, wirst du ein Segel und Anker brauchen. Wenn du eine Insel zu kommen, wirst du sicher einen Anker damit im Floß nicht verpisst. Warte mal, was? Segel, um zur Insel zu kommen, wenn du sie siehst, und ein Anker, damit das Floß sie nicht verpisst. Ach so, ja gut. Aber rein hypothetisch. Sollte jetzt auf meinem Kurs eine Insel liegen, könnte ich dann nicht einfach einen Anker schmeißen und sagen, so, ich gehe mal kurz auf Erkundungstour? Würde das nicht gehen? Alter, wie weit der das Ding dann schmeißen kann auf einmal. Oh, Schrott, yes. Und Schrott? Nö. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal so sehr Schrott wünsche. Aber Schrott ist auf einmal wichtig. Warum? Der campt doch hier, der Hai. Der campt doch. Na geil, eine rote Beete. Rote Knete. Ist das ein Triple Fass? Ist das Oh Baby a Triple? Ich glaube, das ist Oh Baby a Triple. Das ist sowas von meins. Check this out. Doppel Fass Action. Yeah. Und nicht einmal Schrott dabei. Oh yeah. So machen das Pros. Während sie verhungern. Weil Leben nicht gnädig zu ihnen ist. Okay, aber... Jetzt können wir ja mal so ein... Ne? Hier, guck mal einer. Hui. Hui. Muss man, ne? Geht da weniger rein als... Sekunde, habe ich jetzt voll verkackt? Lässt sich große Pflanzen züchten? Ne?
Packen wir jetzt einfach mal rein. Auch mal nebenbei was zum Futtern. Weil da ist unser Inventar fast voll. Nebenbei mal eine rohe Kartoffel fressen. So, Dille. Ach, guck mal, noch eine Tonne. Das ist ein Fass, ich weiß. Ich bin hier allein auf hoher See. Wer will mich judgen, ne? Ey! Da gucke ich einmal nicht hin. Guckt man einmal nicht hin. Und schon ist dieser High-Motherfucker wieder da und denkt sich, ich beiß jetzt mal ein Stück aus deinem See, aus deinem Floß. Was willst du dagegen tun? Kannst nichts dagegen tun. Das ist ein Arschloch. Kann ich nicht einfach eine Wand hier so hinbauen und sagen, so, seh zu, wie du daran knabberst. Bau dir mal ein Segel und paddel. Dann kannst du... Jetzt reicht's. Bau dir ein Segelpaddel, dann kannst du die verlassene Flosse kapern. Hast du nicht vorhin gesagt, ich soll eigentlich meine Strömung so nicht ver... Ich meine, es ist ja nicht so, als ob hier irgendwas in der Nähe ist. Aber warte mal, wir können ja mal gucken. Was brauchen wir für ein Segel? Wir brauchen Schrott. Schau mal einer, guck. Aber Paddel. Paddel, da wird es ja wohl kaum, ne? Das Paddel packen wir aber nochmal weg. Das packen wir mal. Solange wir nicht. Genau wie den Wels. Solange wir keinen vernünftigen Grill haben. Ein bisschen Kunststoff können wir auch mal wegpacken hier. Ich meine, wir haben so viel Zeug gerade hier. Guck mal, das Zeug kommt alles direkt zu einem. Es ist, als ob das Leben es gut mit dir meint. Oh oh, oh oh, check this shit out. Waka! Yes, Schrott. Rohe Kartoffeln. Yes. Leute, ihr könnt es nicht akzeptieren, wie krass das alles ist. Weil jetzt sieht mich ja die Strömung. Kannst du einen Anker bauen? Wurfanker, wo bist denn du jetzt? Hier. Yes. Ich meine, es ist nicht so, als ob ich da irgendwie hochkommen würde. Ja, da würde ich nicht mal hochkommen. Die Insel ist... Ich meine, ich würde schon mal gerne wissen, was von der Insel ist. Ne? Einfach, was da drauf ist. Aber da komme ich ja nicht mal hoch. Soll ich da hochkommen? Mit Treppen. Guter Punkt. Die Insel ist aber doof. Die mag ich nicht. Ich weiß, ich bin auf einem Floß mitten auf dem Ozean. Ist literally nicht der beste Punkt, um wählerisch zu werden. Aber trotzdem. Don't judge me. Warte mal, ich pack mal den Anker nochmal so weit lang weg. Es sieht echt gerade nicht schlecht aus für uns. Wir haben gut was an Zeug. Stetiges Income an Zeug. Immer Zeug. Ich hab mal, komm, lass mal was Vernünftiges angeln hier. Damit mal was Vernünftiges in den Magen kommt. Sollte es noch ein Lager bauen. Ich sollte eine Menge Dinge tun. Aber alles zu seiner Zeit. Free 60 angeln. Wer kann das, hä? Wer kann das? Niemand kann. Ich wollte gerade sagen, Halbert, verpiss dich. Na? Tja, Albert, das hast du davon. Ich fresse dir dein Fressen weg, ne? Na, was heißt, ich fresse dir dein Fressen weg? Ich klau dir dein Fressen.
Kannst du nichts gegen machen. Du hast literally keine Macht über mich. Du verlierst, Hybert. Du verlierst. Du bist ein Loser-Hai. Ein absoluter Loser-Hai. Okay, noch eine Kiste. Wir brauchen noch eine Kiste. Hier. Du hast eine schöne Zeit, kann das? Wie wäre es, wenn ich dich umbringe? Ich sag's dir. Ich meine, da ist nicht mal was. Die müssen gegossen werden, aber ich... Ne. Okay, das ist exakt dasselbe, wie ich eigentlich schon habe. Das ist exakt dasselbe. Nicht ganz symmetrisch, aber damit kann ich leben. Ich pack mal ein bisschen was von meinem Zeug beiseite. Mal ein bisschen auf die hohe Kante, damit das Inventar mal wieder ein bisschen leerer wird hier. Kann ich ja so nicht mitleben. Ist sicher auch in Ordnung. Blech. Vom Essen muss hier sein, weil sonst... Ich dachte, Hybert versucht schon... Ich sag's dir. Ich hab so die Schnauze voll von deiner Scheiße. Mann, 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 Mann. Immer diese Haie. Respektloses Pack. Es sind keine anderen Flöße da. Ich kann also irgendwohin segeln, aber das Einzige, was ich machen würde, wäre meine Strömung verlassen. Für literally nicht wirklich. Ne? Also das Risiko werde ich noch nicht eingehen. So. Tonne. Sei gut. Okay, eine Kartoffel so essen funktioniert absolut nicht. Dann, technisch gesehen, Betten sind aktuell noch sehr wertlos. Ich kann nicht... Nee. Wie? Der Hai war einfach nur ein... In seinem früheren Leben einfach nur ein pissiges Arschloch. Ich meine, wir haben aktuell gerade nichts um uns herum. Außer Hybert. Ja, die Netze sind MVP. Die sind einfach nur broken. Aber ich bin ja schon fast vorbereitet, wenn wir jetzt... Wir haben Paddel, wir haben Anker. Ich sorge jetzt dafür, dass wir bis wir das nächste Mal finden, so ein Segel haben. Was brauchen wir dafür nochmal? Uns fehlt es an Blatt, wirklich? Also, sehe ich ja mal gar nicht. Sehe ich nicht. Was brauchen wir da für Schrott? Schau mal nach, guck. Unser Nemesis. Added again. Schrott. Ich meine, warum schlafen? Wir verlieren keine Energie oder sowas. Ich meine, dann braucht man auch keinen Schlaf. Nachts ist keine Bedrohung. Werwolf, Haie oder sowas. Ich meine, by the way, es ist schon die dritte oder vierte Nacht hintereinander, wo wir Vollmond haben. Nur um das mal kurz in die Welt hinaus zu posaunen. Ich meine ja nur, ne? Guck mal, da ist was. Da wäre was. Aber da wir gerade keinen Schrott haben, haben wir auch kein Segel. Ohne Schrott, kein Segel. Und Schrott ist leider aktuell noch ein Raritätsgut. Deswegen werden wir einfach die Zeit nutzen, um zu überleben. Es ist Leben auf Budget. Es ist einfach so. Sehe ich da hinten eine Tonne in der Distanz? Ich glaube ja. Es ist unmöglich. Die Möwe ist einfach... Die Möwe ist MVP. Hey, Ragnar Zero.
Vor allem, was ist, wenn ich jetzt wirklich einfach sage, ich gehe, so nach dem Motto, ich segel jetzt dahin, was ich gerade nicht kann, weil ich keinen Schrott habe, weil Schrott ein Legendary-Loot ist. Das ist Endgame-Loot, müsst ihr wissen. Schrott ist Endgame-Loot, confirmed. So lange können wir leider nichts machen. Hm? Knabbert der Arsch schon wieder mein Boot? Nö, okay. Man, ich würde da wirklich gern hin. Ne, ich würde da ja wirklich gern hin. Nachts ist die Loot auf Bord. Ach so. Also ich weiß ja nicht, ne? Also dafür, dass das halbiert sein soll, ist das hier noch eine Menge Müll, der mir entgegenkommt. Nur so. Just pointing that out. Ich würde wirklich gern wissen, was auf so einer Insel ist. Also. Braucht frisches Wasser. Heißes Wasser mit Milch. Diese Barbaren. Das sah gerade eher aus, als hätte ich das Wasser ins Feuer gekippt. Ich finde halt nur die Begründung geil. Nachts ist nicht so viel Schrott oder was. Ich sag euch, Schrott ist hier, ne? Aber man kann ja leider nicht Plastik zu Ich hab echt den Sack dicht von dir, Junge. Pack die Angel weg! Ich kann das schneller bauen, als du es fressen kannst, du. Und von dir... Immerhin geht er nur hier hin. Na gut, dann schlafen wir halt mal. Okay, das hat jetzt auch nicht so viel an Energie immer gekostet. Aber trotzdem. Man, wir haben so viel Plastik. Ich will doch nur Schrott. All I want is Schrott. Bogen gegen die Möhre. Achso, ja. Der Menschenbogen. Was bräuchten dafür noch? Ich meine, da brauche ich garantiert auch diese Bolzen für. Höchstwahrscheinlich. Hier. Ja, sogar ein Kletterfanzen. Was? Und Bolzen. Genau das. Wusste ich. So mache ich mein Zeug auch immer. Aber ich sag ja, Bill Wurz hat recht, ne? The ocean is full of plastic. So. Das Ding holen wir uns ein bisschen schneller. Oh. Schrott. Yes. Uns fehlt aber immer noch einmal Schrott. Tja. Müssen wir halt erstmal mit Plastik vorlieb nehmen, nicht? Gerade gibt es aber auch... Ich habe gerade das Gefühl, jetzt ist der Drop kleiner als in der Nacht. Ich glaube, langsam damit hat es nichts zu tun. Weil es fühlt sich so an. Just saying. And the ocean is full of plastic. Norms. Da easy. Da hinten ist eine Tonne. Wenn wir Glück haben, ne? Ich meine, Schrott so selten? Man braucht es für so viel. Wie kann es so selten sein? Ich meine, es ist so viel Plastik im Ozean. Also da wird ja wohl irgendwo auch Metall mit dran sein. Ich meine, so eine Tonne, da sind Nägel dran. Wäre mein Typ hier auch nur halbwegs kompetent, würde er tatsächlich die Nägel da rauspulen und wiederverwerten, aber mein Dude hier ist leider nicht kompetent, was das angeht. Okay, jedes Mal, wenn ich das höre, ne?
Jedes Mal, wenn ich das höre von den Netzen, habe ich das Gefühl, dass Hybert schon wieder irgendwie hier seinen Scheiß treibt. Und wieder kein Schrott. Ey, Schrott ist echt, ich sag's euch, ne? Hä? Und Schrott? Schrott. Segel. Ahoi. Nee, warte. Bevor wir das machen, wird die Welt gespeichert. Sollte jetzt nämlich Bullshit passieren, ne? Ne, sollte das nämlich... Dann können wir jetzt nämlich sagen, so. Haha! Wo ist mein Paddel? Hier ist mein Paddel. Hier ist mein Anker. Mein Anker kommt auch mit. Kann ich das Segel auch so drehen, dass es Sinn macht? Warte mal. Insel Ahoi! Land in Sicht! Ich glaube, ich muss noch ein bisschen... Ups. Paddel mehr, du klabauter Mann. Ich paddel trotzdem, das gibt mir das Gefühl, etwas zu erreichen. Nein! Stopp! Okay, okay, jetzt haben wir es. Land! Mit Zeug! Cool. Blumen. Ja, Mensch. Oh, shit. Ananas. Ananassamen. Roter Saar. Ach komm, wir haben genug Plastik hier, weißt du? Ach so, ich kann nur die Ananas und den Samen. Plastik haben wir mehr als genug. Du kannst auch aufhören, den Kram dann immer wieder wegzuschmeißen, weißt du das? Okay, warte mal. Wir können ja hier immer jetzt rauf und runter, ne? So, Sekunde mal. Nee, warte mal. Alter, wie? Es geht kaum was in so eine Kiste rein. Aber warte mal, wir können doch noch... Weißt du, ich guck einmal nicht hin. Ich bin einmal kurz auf Landgang. Weißt du, ich bin einmal in meinem Leben auf Landgang und dieses Arschloch von Hai denkt sich einfach... Wie wär's, wenn ich einfach dein Schiff esse, während du weg bist? Ich denke mir so, Alter, du Ficker. Du blödes Sackgesicht. Das müssen wir ja mal... Ich höre das immer knatschen. Ich denke immer, dass dieses Arschloch von Hai jedes Mal sich denkt, boah, geil. Wie wäre es, wenn ich einfach mal seinen Tag abfacke? So, Ordnung schreiben wir jetzt gerade mal klein. Ich sag's dir, Hai, ne? Warum frisst der Hai überhaupt Schiffe? Ich hab keine Ahnung, weil es ein Arschloch ist. Hä? Konnte ich die nicht... Warte mal. Gab's nicht noch... Stone Axe.
Chopping down trees, removing raft parts. Warte mal. Mir fehlt ein Blatt. Geht gleich weiter, Kinders. Geht gleich weiter. Ich möchte nur ein einziges Blatt. Nur damit ich das einmal so richtig machen kann. Und das packen wir. Haben wir noch irgendwo? Ach, hier. Let's go. Hocker. Und Hadoken. Ach, das funktioniert ja. Mangos! Ballen! Wir hauen einfach gegen den Baum. One Mango. Oh, Mangosamen. Wir können uns unsere eigenen Mangos ernten. Oh, wie cool. Kann ich mich da hochgängen? Nö. Moment mal, kann ich hier eine Leiter einfach so bauen? Wenn ich Nägel hätte. Nö, nicht mal dann. Ich bin zu weit gekommen, um mich jetzt... Watermelon! Oh, some nice Watermelon. Oh, so viel Zeug hier, ey. So viel gutes Zeug und noch mehr Baum, wo wir niederschmettern können. Mangosamen. Oh. Mango. Die haben aber echt das schönste Mango.png, was ich mir, ne? Hätte mir wünschen können. Was ist, wenn ich hier drauf hau? Palmsamen gibt's auch noch. Und eine Koko. Was zur Hölle? Hier hat schon mal jemand versucht zu überleben. Oh, Schrott. Bolzen. Yes. Oh, shit, yes. Shit, yes. Das brauchen wir. Warte mal. Schrott aufnehmen. Das ist vor allem noch mehr Schrott. Das haben wir ja alles schon. Mango. Na, ganz toll. Planke aufnehmen. Na, Planke brauche ich jetzt nur nicht unbedingt. Aber wir können das hier mal kurz zu Seil verarbeiten. Dann ist das nämlich wieder frei. Dann können wir den Schrott nämlich aufnehmen, weil Schrott ist gerade wichtiger als alles andere. Ah, shit. Da unten ist noch mehr. Okay, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Aber wir haben... Ja gut, blaue... Blau brauchen wir jetzt ja nun nicht unbedingt. Möchtest du lieber etwas, das blau macht? Oder lieber etwas... Diese scheiß Möwe! Guckt sie euch an, wie sie da unten jetzt gerade eine geile Zeit hat. Guckt sie euch an, wie sie da unten eine geile Zeit hat. Und jetzt... Ja. Das wird dir wohl so passen. Ich will eigentlich nur die Coconut. A motherfucking Coconut. Jetzt muss ich hier nur wieder runterkommen, ohne zu sterben. Ja, Planken, Palmenblätter, das ist ja nicht das Wichtige. Es geht mir hier viel eher um die Samen und all die ganzen Gedönsen. Das ist ja das Wichtigere. Und da ist vor allem noch meine Route. Da kann ich also gleich wieder hin zurück und dann cruisen wir weiter. Jetzt sind wir aber auch schon fast tot. Also, ne, Ankerlichten. Können wir ja eh nur einmal verwenden. So, jetzt drehen wir uns mal, dass wir hier so leicht wieder auf den Kurs kommen.
konnte doch das Segel irgendwie einholen. Ah, hier. So. Tschüss, Insel. Mach's gut. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder gucken, dass wir überleben. Ergo, we need to stay hydrated. Jetzt können wir auch Bäume pflanzen. Wie cool. Nee, ich glaube, die abbauen konnte ich... Nee, das sah mir jetzt nicht danach aus, als hätte ich das gekonnt. Ja, ist ja gut. Chill mal. Fang an zu forschen. Ich muss erstmal überleben. So. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen, wird erstmal... Bevor wir hier groß anfangen zu forschen... Okay, ich sehe vielleicht jetzt nur ein Problem in meiner... Oh, leck mich doch am Arsch. Kann ich eine Mango essen? Löscht Durst, lindert Hunger. Oh. Mango ist also multifunktional. Wo ist jetzt mein... Super, es ist weg. Entweder das oder ich kann es nicht sehen. Oh Mann. Okay, dann. Ja gut, wir sind jetzt ein bisschen schief. Aber unser Segel nimmt immer noch, also unsere Netze nehmen immer noch... Alter, der hat einfach ein... Oh. Halbert hat einfach eins unserer Netze gefressen. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, dass er das gemacht hat. Ich kann es nicht glauben. So, warte, die Bolzen. Ganz wichtig. Warte mal. Die konnten wir doch dann auch wieder herstellen, ne? Bolzen. Wenn wir jetzt aber so einen Bolzen... Ja, also müssen wir ja. Müssen wir früher oder später sowieso. Wir können auf jeden Fall jetzt einiges an Zeug lernen, auch wenn wir die Bolzen nicht herstellen können, weil wir noch kein Metall haben. Aber... Alter, Wassermelone, lösch Durst... Es geht wieder los, Kenners! Was zur... Das war gerade echt nur eine ganz krasse Welle. Ich wäre echt froh, wenn du das mal nicht tun könntest. Warte mal. Stoff. Bleib schön da. Machen wir mal so. Kleines Lager brauchen wir natürlich auch Schrott für. Natürlich ist es jetzt alles ins Wasser gefallen. Alter! Bau mal ein bisschen aus gerade, ja. Das stört mich sonst. Okay. Hier packen wir jetzt mal die ganzen Blumen rein. Und die Samen, die wir haben. Okay, ich habe auf jeden Fall ein Achievement dafür, dass ich eine Woche wahrscheinlich überlebt habe. Müssen wir sowieso erstmal alles hier wieder so ein bisschen ins Lot kriegen. Ich meine, wir können uns mit Mangos jetzt so mal ein bisschen hochballern. Und das Geilste ist, wir können neue davon pflanzen. Mangosamen, ja. Hier. Geil. Das geht offenbar nicht, okay. Ach, wahrscheinlich brauchen wir dafür diese... warte mal.
Schrott ist echt eine... Ne? Ja, ich versuche hier die Bäume zu pflanzen, nur ich brauche dafür offenbar diese größeren Kästen. Und dafür muss ich mal gerade gucken. Ich muss mal gleich gucken, wie ich die nochmal mache. Ich habe ja gesehen, das ist so ein eigener Kasten wirklich dafür, den ich machen muss. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das ist nicht der hier, das weiß ich. Lass mich mal schauen. Was war denn das? Ich habe das doch hier irgendwo gelesen gehabt. Hier. Große Anbaufläche. Lässt sich Bäume züchten. Da brauche ich ein Scharnier für. Und da müsste ich erstmal rauskriegen, wie ich ein Scharnier kriege. Scharnier. Brauche ich Metall für. Ist also erstmal nicht möglich, leider. Oh, da hinten ist ein Raft. Aber ich bin gerade noch so... Ich muss erstmal gucken, dass ich das hier geballert kriege und dann, ne? Wenn du Wände baust, kann der Hai deine Plattform fressen? Das ist eine gute Frage. Die Idee habe ich auch schon gehabt. Die Melonen sollten da funktionieren. Versuchen wir mal. Oder was hatte ich nicht? Melonsamen? Ah, hier, guck mal. Kann ich die hier pflanzen? Oh, die kann ich ja pflanzen. Nice. Okay, das heißt, wir können uns Watermelons. Watermelons können wir uns machen. So. So, mal gucken. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Ordnung hier reinkriegen. Hier packe ich jetzt mal so das Paddel noch hin. Und was ich schon mal fürs nächste Mal bereithalten sollte, wäre wieder nochmal so ein Wurfanker. Alter, aber was wir jetzt alles machen können hier. Wenn wir Schrott und Bolzen hätten, können wir uns einen krasseren Haken machen. Oder eine krassere Angelrute, aber dafür bräuchten wir für überall diese scheiß Bolzen. Wurfanker, 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 hier. Oh, gleich zwei davon, wenn wir schon mal haben. Packen wir hier mal rein. Dazu denn das Holz. Genau, das wird jetzt so die Kiste. Das nehmen wir mal auch. Alles mal ein bisschen ordnen hier. Alles mal, dass das alles Ordnung hat. So. Genau, hier kam ja die... Weißer Samen. Die können wir jetzt nicht dazu packen. Das ist gerade doof. Was noch sonst? Ach, Ananas haben wir ja auch noch. Stimmt ja. Zusammen mit Ananassamen. Holz. Damit hier mal ein bisschen Ordnung reinkommt. Ich meine, meine Güte, es ist ja nicht so viel verlangt, ne? Dass man mal ein bisschen Ordnung hier hält. Gott, wenn Kesu das sehen könnte gerade. Uiuiui, die wird sich fragen, Alter, was ist mit dem passiert? Der und Ordnung? Was ist denn hier kaputt? Oh, oh, oh. Alter! Nicht immer auf die... Dings! Teuer, beziehungsweise schwer zu machen, du Arsch. Alter Verwalter. Weißt du, der will immer nur das Gute. Der lernt. Ich sag's euch. Der lernt. Ah, there we go. Jetzt sind wir auch immer noch vor unserer Hut, also von daher. Zwar ein bisschen schief, aber es ist ja nicht so schlimm, ne? Mal ein bisschen Wasser. Mal wieder was schlürfen. Was? Kartoffel, warte mal. Mal ein paar Kartoffeln futtern. Für Kisten brauchten wir auch Schrott, war das, ne? Ja, aber ich brauche noch eine Kiste jetzt. Weißt du, dass ich eigentlich von dir langsam echt den Sack dicht habe? Ich meine, eigentlich müsste ich dich doch auch locker abstechen können. Ne, ich meine, du bist eine Möwe. Ich bitte dich.
So. Packen wir mal alles rein. Außer die hier, die brauchen wir noch. Das hier. Ja. Die Samen packen wir mal noch beiseite. So läuft das. Wenn es so weitergeht, muss ich bald an alle Seiten hier Dings anbauen. Netze. Ich meine, so doof wäre es eigentlich gar nicht. So doof wäre das eigentlich gar nicht. Aber es wäre auch nicht wirklich schlau. Leider kann man Floß nicht drehen. Ja, mein Gott. Ist ja nicht so tragisch. Land in Sicht. Und wir segeln sogar genau dahin. Na, ich warte mal noch bis... ich will mir trotzdem schon mal... Ich weiß, ich brauche das nicht, aber trotzdem. Mal gucken, wie weit wir da hinsegeln, dass wir da noch gucken müssen. Wobei, kommen wir da überhaupt hoch, ohne dass wir da groß Ressourcen verschwenden müssen? Sieht nämlich nicht danach aus. Sieht sehr hoch aus. Just Luit? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Moin moin. Watermelon. Was können wir denn hier Schönes bauen? Bauen, sage ich schon. Pflanzen. Können wir da Ananas pflanzen? Nee, komm. Also Mango können wir ja nicht. Das haben wir ja schon rausgekriegt. Weißer Samen, Palmsamen. Nein, eine Palme bauen wir nicht. Du! Ich glaube, es geht los hier, ey. Ich wollte eigentlich... Na gut, egal. Ja, da komme ich jetzt nicht so easy hin. Ich glaube, das kostet mich mehr Ressourcen. Ich meine, guckt euch das Ding an. Das ist lütsch. Hundi, Despacito. Du siehst es richtig. Um genau zu sein, mach mal ganz langsam. Ja, super. Ich wollte eigentlich keine Kartoffeln da pflanzen, aber meine Güte. Was soll's. Schon ein Obergeschoss? Ich meine, ein Obergeschoss ist bestimmt witzig. Nee, der hat keine zwei Plattformen gefressen. Ich hab einfach gesagt, you know what? Fuck off. Ist mir gerade scheißegal. Ich hab die einfach nicht gemacht. Ja, da. Da müsste ich erstmal eine Leiter für bauen, damit wir da hochkommen. Ich glaube, das ist von den Ressourcen her. Wäre das etwas blödsinnig. Bingo. Oh, Schrott. Sehr schön. Die sind noch nicht fertig? Echt jetzt? So. Tschüss, Insel. Ich frage mich sowieso gerade, über welches Meer schippern wir? Dass wir von einem einzigen Hai tyrannisiert werden? Wenn man vom... Du hast dich mitten in mein Boot verbissen. Tja, jetzt hast du nichts mehr. Das hast du nur davon. Ich schlachte dir den Schädel ein. Ich hab von euch Möwen langsam wirklich den Sack dicht. Eieieiei. Immer wieder. Ich glaube nicht, dass das Spiel aktuell ein Ziel hat, nee. Außer crafte dein Kram. Ist halt noch, soweit ich jetzt weiß, Early Access auch. Also von daher, ich bezweifle, dass es ein Ziel hat. Also ein Ende. Ein Goal. So, jetzt können wir sowieso überall hin, weil sich der Hai sowieso denkt, ja, ich, EXE has stopped working. So, jetzt haben wir drei Kartoffeln, die können wir einmal essen.
Bauen wir eine Reihe an Fundament an die Netze. Ah, das geht? Dann nehmen die noch weiter Zeug auf? Wenn ich jetzt also quasi... Ich schwöre dir, Möwe, ich schlag dir den Schädel ein. Vor allem, wenn du mir die Wassermelonen klaust, ne? Also ich sag dir, dann ist hier wirklich... Oh, Hauer. Das, die funktionieren dann noch? Wenn ich das so mache? Ich hätte irgendwie das Gefühl, dass, ne? Ah gut, Angel, wenn du das sagst. Wieso bist du nicht tauchen gegangen? Gute Idee eigentlich. Könnte man ja eigentlich jetzt ja mal machen, wo sich Hybert denkt, so, Alter, ich schwimme jetzt mit die anderen Fischen. Stimmt, und so könnte ich eigentlich so eine Reihe von Netzen um mein... Oh, der Schoschmann hat gedenkt. Das ist Leo, danke dir fürs Followen. Naja, immerhin lässt du meine Wassermelone in Ruhe. Ist immerhin etwas. Genau. Scheint zu funktionieren. Nice. Dann würde ich nämlich da die nächste Reihe längs machen. Dann hätten wir quasi so eine Reihe an, sag schnell. Komm mal. Voll daneben. Oh, shit. Okay. Wo ist mein Anker? Scheiße, wo ist mein Anker? Ach, hab ich hier. Weißt du was? Okay. Wisst ihr was? Wir schwimmen da einmal rüber. Auch wenn Hybert das wahrscheinlich super witzig finden wird. Erstmal die Mangos auf, damit ich voll da bin. Ich gehe aber nicht mit vollem Inventar dahin. Sekunde. Das wäre ja retarded. Wobei das mein zweiter Name wäre, also von daher... Okay, das sollte eigentlich passen. YOLO! Yes! Okay. Guck mal, der hat hier noch einen Grill. Oh shit, das Ding sinkt. Yes, der Typ hatte Bolzen. Ach, schade, dass ich die... Kann ich die Vogelscheuche echt nicht mitnehmen? Oh, na gut, dann nicht. Aua. Ach, Schlachei. Okay, gut. Oh, shit, boy. Okay. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir da in die... in unsere Handelsroute kommen, sag ich mal. So, ey. So. Ist der ganze Schrott da? Ich meine, wir sind doch... Hä, wo ist jetzt der Schrott hin? Ich meine, wo ist jetzt unsere... Warte mal, in die Richtung. Da ist der ganze Kram.
paddeln wir mal ganz kurz. Bevor wir mal das Segel auspacken müssen. Aber da ist wenigstens noch so die, ne? Das Spiel ist auch ganz nice eigentlich. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe jetzt... Das Meer sieht so leer aus auf einmal. Das sieht auch so apokalyptisch aus gerade. Ich hau mich, glaube ich, mal aufs Ohr. Vielleicht sieht die Welt morgen anders aus. Nope. Ziemlich trostlos. Fuck, 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 fuck. Und hier ist ein bisschen Schrott. Ja, ich weiß. Ihr müsst mich nicht trinken. Ihr müsst mich nicht ans Trinken erinnern. Ja, davor haben wir Stay Hydrated Board. Ja, 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 Dude. Meine Güte. Bist ja ganz schlimmer hier. Ach, gut, wir haben aber Bolzen. Damit können wir jetzt mal was Schönes machen dann. Ja, ich weiß auch, dass ich... Ich erkenne es daran, dass mein Typ schlicht und ergreifend Asthmaanfälle kriegt. Daran erkenne ich, dass ich tatsächlich was trinken muss. Und dass er anfängt zu husten und dass der Bildschirm blinkt. Ich bin zwar nicht der Hellste, aber das müsst ihr mir dann doch nicht sagen. So. Okay, unsere Linie ist offenbar in der Richtung. Auch wenn es jetzt gerade echt wenig ist, was hier so durch die Gegend sickert. Ich meine... Ich schwimme noch mal so ein bisschen in die Richtung hier. Just in case. Was das Ziel ist, außer überleben? Überleben. Ein anderes Ziel gibt es aktuell noch nicht. Ist ja halt auch eine Alpha, ne? Oder Beta. Alpha, Beta, Gamma. Alter. Ich habe kein... Weißt du was? Ich hoffe, du verschluckst dich dran, Halbert. Ich hoffe, du verschluckst dich dran. Get fucking dunked on. So. Bolzen. Ach ne, das haben wir ja alles gelernt. Das sind nur Sachen, die wir jetzt mit Bolzen tatsächlich mal herstellen können. Und ich mache jetzt nochmal ein paar Seile. Warte mal. Hat ja alles so ein bisschen seine Ordnung hier, ne? Genau. Und wenn wir wieder drei Netze... Achso, warte mal, da brauche ich auch nochmal meine Axt. Ne, das ist mein Wels. Mein Wels lasse ich schön in Ruhe. Das ist meine Holzkiste hier. Wo habe ich meine Axt hingeschmissen? Achso, ich habe die im Inventar. Ich Depp. Denn das ist nämlich gerade nicht richtig, so wie ich das haben möchte. Hey, Darkseid. Ah ne, warte, ich bin doof. Das weiß ich doch schon, sagt jetzt der normale Zuschauer. So machen wir uns jetzt einen schönen inneren Layer aus Netzen. So nach und nach. Ich meine, wir sind gerade ein bisschen... Ich glaube, wir können auch den Kurs ein bisschen adjusten. Genau so. Komm, ess mal so eine ganze Watermelon. Eat that watermelon. Eat that. Okay, sorry. Ich sage, man fühlt sich echt einsam.
Das ist irgendwo Spaß. Das ist irgendwo nicht schlecht. Vor allem, wenn du denn tatsächlich mal eine Insel findest, die du besuchen kannst. Gebratener Hai. Oh, shit. Das mache ich eigentlich nur, um unserem Hai-Freund zu zeigen, was ich von seiner Scheiße halte. Ich weiß, dass das Game Multiplayer hat. Das habe ich mittlerweile schon gesehen. So, genau. Wir wollten gucken, was wir jetzt mit den... wir wollten noch was machen, wo uns richtig was bringt. Nämlich... Ja, irgendwas, was uns was bringt. Wir haben ja alles gelernt, was wir mit den Dingern jetzt machen können. Eine Angelrute, ein Haken. Mit besserer ist schneller, haltbarer, kann weiter geworfen werden. Es ist, glaube ich, weniger cool. Erstmal brauchen wir wieder ein Speer. Sofern Heilbert wieder da ist. Axt ist jetzt nicht so wichtig. Meine Bolzen sind jetzt eigentlich gerade nicht mal so wichtig. Weil mir noch anderes Zeug fehlt. Das, was ich brauche, halt einen großen Grill zum Beispiel oder das hier. Da brauchen wir noch ein Scharnier für. Und Scharniere sind nochmal was anderes. So, von daher... Fernglas. Was? Das ist dann der nächste Hai. Das ist dann Heidi. Ist mal ein weiblicher. Was ist das für ein... Hört ihr dieses komische Knistern? Im Spiel zumindest. Das ist eine Insel, aber... Nah. Ich höre schon Geräusche, ich merke das schon. Ich merke schon. Was ist mein Witz über sie? Ach, Highland. Nee, I have the high ground. Das ist der Witz. Palmsamen, gelber, nö. Nein, pack das Segel weg, Mensch. Warum musst du immer mir auf den Sack gehen? Warum musst du mir immer auf den Sack gehen, Heidi? Natürlich! Iss es auf! Gönn dir! Schmeckt's? Ich hoffe, du erstickst dran. Blödes Mistviech. Alter. Krieg Krankheiten davon, du Vieh. Ich hoffe, es verheddert sich in deinem Hals und du erstickst. Ja, nee, da... Ich meine, da oben ist was. Die Frage ist, ob ich da überhaupt hochkomme. Von daher, ich glaube, dafür aus der Route hier abzudriften, ist gerade nicht so toll. Mal wieder kein Schrott. Merkt ihr was? Schrott ist so the number one problem. Ach nee. Mein Wasser... Wasser habe ich im Meer. Mit Wasser wasche ich mich. Ich will was zu trinken und mich nicht waschen. Nee. Ich hasse Leute, die das sagen, by the way. Meine Güte. Es gibt, es gibt auch noch andere Dinge als Bier im Leben, Dipshit. So. Pack das Segel ein, Mensch. Ich meine, diese Netze sind gut. Die funktionieren echt super. Die hier irgendwie weniger. Ich habe das Gefühl, ich habe sie falsch angebracht. Aber das kann auch nur ich sein, ne? Vor allem der Kerl isst die Wassermelone wirklich mit der Hülle. Das musst du dir mal geben. Schrott, yes. Ich muss
Musik ist nice. Da war ein altes Raft, was? Wo? Oh, da! Oh, Tatsache. Ja, der Zug ist, glaube ich, abgefahren. Na, ich versuche überwiegend immer Sachen so zu looten, wo, ne, wo auf dem Weg sind, wo ich schon sowieso in die Richtung segel. Von dem her nach, versteht ihr? So. So. Tonne. So, als nächstes fangen wir mal hier an damit. Mit den Netzen. Ja, funktioniert. So, und direkt vor aggressiven Haien schützen. Vor aggressiven Heidis. Heidi denkt sich immer, did you assume my gender? Und rastet dann völlig aus und fängt an deinem Boot zu knabbern. Das solltet ihr auf keinen Fall machen. Jetzt ohne Shit. Das ist jetzt eine Lebensweisheit, die ich euch for free gebe. Also, ne, davon mal abgesehen. Shit's for free. So. So, irgendwann haben wir dann nämlich so ein Floß, wo rechteckig ist. Da werden einige mitleben müssen. So viel ist man sicher. Aber dafür haben wir an allen Seiten dann Netze. Und an allen Seiten Netze zu haben, hat was für sich. So, wie sieht's eigentlich jetzt mal? Wir haben eigentlich alles gepflanzt, was wir pflanzen können, ne? Man kann ich eine andere. Mal so. Pack das Segel nochmal. Pack das Segel ein jetzt! Mensch. Mignon. Was wird zu einem Mangobaum? Aber wahrscheinlich brauchen wir hierfür auch Saat. Mein anderer passt in Mittelgroße. Oh nee, warte, passt in Mittelgroße. Oh, das ist doch mal. Pack daneben irgendwie, was weiß ich. Braucht frisches Wasser. Schau mal. Guck mal, was ich hier hab. Sadele. Exzellent. Ja, der Shark wird to der Hai wird to da ist er schon wieder. Wisst ihr, da redest du einmal über Heidi. Über Heidi, ne? It's a joke in itself. Ist instant triggered. Instant triggered. Es ist nicht mehr gesund. Leute, seid nicht so instant triggered. Seid nicht solche besonderen Schneeflocken. Niemand möchte solche besonderen Schneeflocken um sich haben. Es ist echt nicht gesund. Macht's lieber wie ich. Zeigt mit dem Finger irgendwo rauf und lasst irgendwas dann gebaut sein. Es funktioniert irgendwie. Ich weiß auch nicht wie. Das sind so Superkräfte. Superpowers. Und irgendwann gehe ich nochmal einen Schritt weiter und baue, wenn ich Metall irgendwie haben kann, mache ich mir meine eigene Fortress. Mache ich mir meinen eigenen schwimmenden Panzer. Dann kann mich niemand mehr aufhalten. Aber jetzt erstmal pennen. Geil. Geil gepennt. Suddenly Ananas. Plötzlich guckt da so eine Ananas aus dem Boden. Nom, 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 nom. Kennt ihr ja, Ananas macht, Wassermelone macht nicht wirklich satt. Sie entdurstet nur. Das Ruder, lassen wir mal hier. Mal so, genau. Durstig sind wir nicht, aber wir haben immer noch einen Mordskohldampf. Kann ich verstehen, wenn es immer nur Wassermelone gibt.
Wassermelone macht nicht satt. Und wird schleimig, wenn man sie zu lange... Ich sag euch, lasst niemals Wassermelone zu lange stehen, Leute. Jetzt habe ich zwei Ananasse. Ananasses. Ananässe. Die lasse ich mal da drin. Für schwere Zeiten. Für schlimme Zeiten. Aber es ist wieder nichts. Ne? Es kommt nichts uns entgegen. Nichts ist so richtig entgegenkommt. Das einzig Gute, funktionieren die Netze. Das ist das einzig Gute. Hat sich jetzt mein PC eigentlich wieder aufgehängt, oder? Nee, noch ist er wieder gut. Jetzt ist er gut. Vielleicht ist es ja auch nur einmal so. Da hat sich mein PC jetzt auch gedacht, gut. Schoschmann hat gelernt, dass ich warte jetzt, bis ich ihm das nächste Problem entgegenschmeißen kann. Vielleicht ist mein PC ja so, wer weiß. Schon wieder... Wieso ist Schrott so unglaublich selten? Das ist wirklich eine Sache, die ich nicht verstehe. Wie Schrott. Wirklich Schrott. So selten sein kann. Und noch... Was? Bau doch mehr Netze auf den Tisch. Auf deinen Tisch. Was? 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 Wie? Was? Ja, ich baue doch schon, aber ich brauche Schrott dafür. Und Schrott ist ja Legendary Drop, müsst ihr wissen. Ich meine, wir können jetzt auch mal... Wir können das Segel auch einfach mal setzen und einfach, ne? Einfach mal mit ein bisschen Turbo durch die Gegend ballern. In der Hoffnung, dass wir da schneller irgendwie auf Land stoßen, wo tatsächlich was hat, wo was beinhaltet. Ich meine, so wie ich das auch mal gehört habe, irgendwie in der Beta, also wirklich in der Beta-Beta, also in der Version vor dieser Version hier, soll das Ganze ja noch krasser. Da gab es nicht mal Inseln. Es gab einfach nur Land. Es gab einfach nur Wasser. So, ich back mal einfach so. Ich mache mir mal einen Haufen Backkartoffeln in der Zeit. Solange gucken wir und hoffen wir, dass früher oder später Land in Sicht ist. Oder eine kleine Insel oder ein was auch immer, ein anderes Floß. Ein anderes Raft. So, einen Anker haben wir ja noch zur Not. Falls wir mal Lanker lichten müssen. Alter. Nein. Dieser Hai, ne? Der frisst den... Der das Floß manchmal so schnell. Wenn du nicht instant reagierst, frisst der dein Boot auf. Dann frisst er einfach dein Boot und er denkt sich, ja geil, ich habe jetzt dein Boot gefressen, worauf willst du jetzt stehen, ne? So, ich glaube, wir können so bald gleich mal... Verpiss dich! Dreckige Möwe, ey. Meinst du, andere Rafts oder Inseln spawnen ja echt selten, also... Selten ist gar kein Ausdruck. Hm? Hallo, wie würden Sie Ihre Nachbarn beschreiben? Welt? Ich habe keine Nachbarn, ich bin im Meer. Ich habe keine Nachbarn, ich bin einfach nur, ich bin im Wasser. Mein einziger Nachbar ist Heidi und Heidi ist manchmal echt eine Bitch. Lasst sie das nicht hören, ne? Also... Die verbeißt sich wieder in mein Floß und dann sitze ich wieder da.
Ich hab schon gedacht. Ich fange schon an, Dinge zu sehen. Die Dinger sind absolut wertlos. Es sei denn, mein Boot dreht sich irgendwann so, dass es denn, ne? Oh, oh. Land in Sicht. Bingo. So. Komm. Komm, Kartoffel, sei fertig. Und dann. Und ein Raft ist auch direkt daneben. So, mal ein bisschen noch was futtern, bevor wir uns aufmachen. Okay, denn. Zieh ab. Ist mir eigentlich auch scheißegal mittlerweile. Oh, da kommen wir tatsächlich hin. Und das ist ein Raft ziemlich weit weg. Ich würde ja gerne dahin, aber... glaube ich wirklich ein bisschen abseits. Ach du Scheiße, guck mal, was da oben drauf ist. Das könnte interessant werden. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich da hoch soll. Oh, warte mal ein bisschen. Muss mal gucken, ob wir hier ins Wasser können. Ohne dass Heidi uns frisst. That is. Hier gibt's ja... Boah, Alter! Gut, können wir nicht. Hahaha! Funktioniert sogar ganz easy. So. Erster Durchlauf, wir nehmen alles mit, was hier ist. Mangos, nice. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wofür die Blumen richtig gut sind. Meine Maus ist tot. Sekunde, mal kurz. Versuch, mein Floß leicht zu drehen. Wie soll ich das denn machen? So. Zack. Aha. So, und dann fällen wir hier gleich die Bäume und gucken mal, was wir... Oh, Ananas. Das Problem ist, ich kann jetzt... Das ist jetzt richtig böse. Ich kann jetzt nämlich nichts mehr sehen, wirklich. Das heißt, ich muss jetzt gleich mal irgendwie gucken, wo meine Schrottroute überhaupt wieder ist. Ach, shit. Wozu sind die Pflanzen denn gut? Hoi. Weißt du was, Möwe? Hab deinen Spaß. Ist mir jetzt gerade auch scheißegal. Achso, das ist mein Boot, was so komisch knatscht, weil wir hier nicht gerade so den schönsten Ort haben, um an Land zu gehen. Ob das überhaupt noch genügt? Glaub ja nicht. Schrott. Natürlich fehlt uns wieder Schrott. Alter, es ist hoher Seegang. Ich habe gerade Besseres zu tun. Und du meinst unbedingt jetzt an meinem Floß rumknabbern zu müssen. Und denn durch mein Floß gaggen zu müssen. Du bist mir ja eine. Außerdem muss ich mal was trinken. Boah. Das Schlimme ist, das Spiel macht es leider echt gut, dafür zu sorgen, dass einem seekrank wird. Shit, eine. Axt. So, bevor wir jetzt da nochmal hochgehen,
Ja, das ist jetzt ein Riesenproblem. Dank dem Nebel habe ich jetzt keine Ahnung, wo jetzt meine Route ist. Irgendwo in die Richtung müsste das sein. So. Und hoch. Planke, 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 Kokonat. Die hier habe ich viel lieber, da sind Mangos drin. Und Mangos sind was Gutes. Das Schlimme ist, da ist auch Schrott, aber das liegt einfach nur da. Einfach mal alle Bäume so weit fällen. Palmsamen. Falls mir irgendwann das Holz ausgeht, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Die Blumen, wozu sind die gut sein? Wozu brauche ich die? Palmsamen. Na, das war ja hier. Ich meine, da hinten ist ein Raft. Das ist eigentlich, ja, es ist eigentlich wichtig. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja dann doch noch beides. Vielleicht können wir das ja irgendwie managen. Ich muss gerade erstmal schauen, dass wir hier... Erstmal brauche ich Inventarplatz. Das Problem ist, sobald ich nämlich jetzt mein Dings wegpacke, mein Anker wieder, dann haben wir nämlich dasselbe Problem wieder. Da ist noch ein Raft. Deswegen... Schmeißanker, Schmeißanker, Wurfanker. Brauchen wir Seil für. Ist nicht das Problem. Dann würde ich nämlich sagen, da ich jetzt gerade sowieso keine Ahnung habe, wo irgendwas sein soll, in die Richtung und entfernen. Und in die Richtung, wo das... Wie kann es sein, dass es auf einmal... Ist das ein Geisterraft? Ja, ich glaube, die Strömung treibt mich einfach fort. Ich habe gerade nämlich... Beweg mich da langsam hin. Ganz langsam, ganz sachte. So. Jede Menge Zeug. Metallerz. Ich habe gesehen, Metallerz war dabei. Okay. So, gut, wir können den Anker einholen. Und das Problem jetzt, was wir haben... Ich habe keine Ahnung. Ich segel mal so in die Richtung. Und überlasse das den Göttern. Ach cool, ich habe so lange gepennt, dass wir immer noch an derselben Stelle sind. Weil ich sehe da, glaube ich, Schrott. Oh, ich bin am Verdursten. Gut, dass ich eine Mango habe. Oder Mangos generell. Seht ihr? Problem gelöst. Und ich glaube, das ist sogar unsere Schrottroute. Wenn mich der Seegang jetzt nicht täuscht und die Seekrankheit mich nicht umbringt, in welche Richtung fahren wir dann jetzt? So wie es aussieht, in die.
Also habe ich es geschafft, dass ich mein Schiff jetzt so gedreht habe, dass es komplett falsch ist. Das muss man erstmal hinkriegen. Das kann nur ein Schorschmann. Das schafft nur der Schorschmann. Sein Schiff falsch zu drehen. Ich bin jetzt nicht in Stimmung, Heidi. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Migräne. Verpiss dich. Aber ich schätze mal, wir sind... Das kommt in unsere Richtung, oder? Ich meine, ich habe es jetzt geschafft, mein Floß so zu drehen, dass es absolut scheiße ist, was die Teile angeht. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Es gibt weitaus Schlimmeres. Ich meine, das können wir immer noch hier, das können wir immer noch fixen. Nicht wahr, Heidi? Richtig, Heidi. Fuck off. So. Oh, Schrott. Nice. Ich muss echt aufhören, den Schrott immer direkt einzusetzen. Meine Güte. Ich würde sagen, knabberst du schon wieder an meinem Schiff? Floß. Whatever. So, ich muss mal gleich gucken, was wir hier überhaupt jetzt alles haben. Was wir da überhaupt alles gezogen haben. Wir haben nur Metallerz gesehen. Und Savusch. Ja, Mensch. Ne, doch, aber ich denke mal, das ist gar nicht schlecht, wo wir jetzt... Ich habe es zwar geschafft, meinen Floß komplett zu drehen... Was jetzt nicht unbedingt die geilste Aktion meines Lebens war. Weißt du was? Enjoy yourself. Ich habe da gar keinen Nerv mehr drauf bei deiner Scheiße. Ich muss schon immer Angst haben, dass dieser dreckige Hai, diese dreckige Heidi, ne? An seinem Schiff Spikes anbringen. Okay, mir gefällt dein Gedankengang. Und es legt sich gegen Heidi, also finde ich gut. Wieso kann ich jetzt keinen... Weil ich voll bin? Geht doch. Ich bin nicht mal voll. Das laberst du. Das laber ich selber. Bereite einen Haiköder vor. Ah ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Das könnte ich auch machen. So. Aber was bringt ein Haiköder? Warte mal, was brauche ich denn dafür? Hai-Trophäe. Ein Haikopf. Wo ist der Rest des Hais hin? Ist doch scheißegal. Er geht mir nicht auf den Sack, das ist das Wichtigste. Haiköder hier. Beschäftigt den Hai. Seil, ein Hering und eine Seebrasse. So, wenn wir. Oh shit, ich bin am Nicht-Trinken. Ja, mein Dude, ich hab's begriffen. Ich hab es begriffen. Metallerz. Okay, das ist das Einzige, was wir da. Aus dem einen anderen Raft rausgezogen haben. Oh meine Güte, mach mal jetzt nicht einen auf Drama Queen hier. Ah, geil, Schrott. Enjoy yourself, Möwe, da ist eh nichts drin. Shit, ich hab's weggekippt. Okay, jetzt darfst du ein bisschen Drama Queen machen, mein Kumpel. Jetzt pack das Kokosnuss-Scheiße. Komm, weil ich das verkackt habe. So, den Rest packst du wieder weg. Dann kipp ich einfach das Wasser weg, ich Idiot.
Oh boy. Oh boy. Wieder das jetzt nach 8 gerade schon. Das kommt mir nicht so vor. Dieses Spiel ist, es zieht einen irgendwo rein. Man vergisst die Zeit. Das ist ein gutes Zeichen jedoch. So. Ich bin aber mal ganz kurz. Ich muss mal auf Toilette. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Und hol es in der Konfi. Gehen wir mal dazu. Ahoi. Das ist eine Aussage. Ja. Da geht man nur mal kurz auf Klo. So, aber dann können wir ja jetzt weiter raften. Du raftest immer noch. Ja, es macht erstaunlich Spaß irgendwie.